So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Souls 3 zusammen mit Wörti. Ja, und in dem Part wollten wir nochmal zum Namenlosen zurückgehen. Nein, wollten wir nicht. Ich dachte, wir haben uns gerade drauf geklärt. Ja, du hast gedacht, das wäre eine gute Idee. Und ich habe gedacht, nein, kein Fall. Also ich denke, mein Wort wirkt hier ein bisschen mehr. Oder sein Wand mit mehr. Oder seine Axt. Alter. Ich wollte eigentlich gerade Dark Souls Regel Nummer 1 machen. Durchlaufen? Hä? Das ist doch nicht Dark Souls Regel Nummer 1. Sondern? Um ihn rumfällt. Gut, vielleicht ist das Dark Souls Regel Nummer 1. Ah, okay, welche Tür? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Lauf doch! Ich bin ja noch nie durchgekommen, ohne Feuerschaden zu nehmen. Er auch nicht. Ja, der auf keinen Fall. Und du auch nicht. Hä? Und du kommst ja nicht raus ohne Feuerschaden. Siehst was? Du? Oh mein Gott, was? Aber nur, weil ich mich in die Etage gehört habe. Was soll das denn? Das ist gefährlich! Jungs, hört auf! Ich habe noch nie was getan. Warst du nicht gerade noch darunter gesprungen? Da werden wir merken, dass es besser gelaufen ist bis jetzt als erwartet. Überraschenderweise ja. Das sind nämlich explosive Fässer hier. Die da? Mhm. Okay, die einzigen, die gefährlich waren, habe ich kaputt gerollt. Das ist natürlich eine Option. Ich meine, ist es ganz klar, wenn du Schießpulver in den Fass hast und rollst es kaputt, dann ist es Schießpulver natürlich nicht mehr gut und brennt nicht mehr. Oh, richtig. Oh, Beyblade. Und ein Beyblade schon. Let it rip. Darf ich anmerken, dass ich gerade ganz kurz davon ausgegangen bin, dass das hier einbrechen wird und ich dann gedacht habe, nein, das wäre anders. Das müsste anders aussehen, damit es einbrechen könnte. Das ist Fuß. Und der ist gerade runtergelaufen. Wo ist er denn? Kommt er hinterher? Kommt er? Ach, ist der Leiter genommen. Der Fuß ist mir ein bisschen ungeheuerlich. Just saying. Darf ich anmerken, dass ich trotzdem die Leiter nicht gesehen hätte, sonst wäre ich da wahrscheinlich erst hochgelaufen. Hast du es nicht gesehen? Nein. Du hast das Item da nicht gesehen. Wo kommt die alle her? Ist mir ernsthaft. Vielleicht aus dem Fuß. Ich glaube nicht, dass der Fuß welches spawnt. Glaube ich auch nicht. Vor allem, weil der eine irgendwie von hier kam. Als hätte er hier gestanden und sich gedacht. Das wäre super unrealistisch. Er schlachtet die alle ab. Schlachtet die alle ab. Oh, ich warte hier auf meine Chance. Ich warte hier auf meine Chance. Ganz die hat er auch noch gekillt. Ich warte. Ich warte schon mein Leben lang, bis der Außenwärter vorbeikommt und dann hau ich ihn rein. Nein, du weißt schon, ich komme hier so an. La 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 la. Ich werde von Feuerbomben abgeworfen, werde getroffen, bring hier alles um. Ich warte. Ja, gleich kommt meine Chance. Ich warte hier. Bring die alle oben. Geh hier runter. Bring die alle um. Und dann falle ich runter. Und dann denkt er sich so, okay, yes, das ist sie. Die Chance. Ich mag den Fuß nicht. Näher dich dem Fuß mal.
Okay. Der Part ist noch nicht vorbei, aber. Das sieht einfach gut aus. Ich glaube, der Fuß ist nicht von einem Menschen. Meinst du? Ich habe eine Idee. Wenn ich einfach werfe, klappt das, ne? Naja, klar. Was werfen? Oh, eine Feuerbombe. Das waren erfolgreiche 67 Schaden, würde ich behaupten. Du hättest. Geh mal näher ran. Ja? Näher, Tommy. Näher. Näher. Nicht mal. Und jetzt kommt ein Schwert rein! Okay, und jetzt nochmal näher, näher. Hast du die Anzeige gesehen? Hast? Oh Gott. Was war? Was hab ich gesehen? Ich dachte, du hast die Anzeige gesehen. Oh shit, oh shit, oh shit! Ja, so in etwa war es auch. Dann wollte ich weg und dann hat mich noch irgendwas getroffen gehabt und dann wollte ich ihn heilen, also mich heilen und dann. Was ist das? Wir gucken das mit außen an. Es gibt niemals einen Außenbereich für nichts. Oh, ich hoffe, du hast genug Feuerbomben für die Scheiße dabei. Feuerbomben, natürlich. Oh, ganze 6. Was hältst du von der Theorie, dass der Drache nur lebt wegen diesem Ding? Drake. Finde ich, ist eine gute Theorie. Wir hauen das Ding kaputt. Möchtest du den Drake etwa befreien? Ja. Um einen Drachenfreund zu bekommen, der dir im nächsten Bosskampf hilft. Beim letzten bleibt gut. Ja, keine Sorge, er steckt einfach die ganze Arena in Flammen. Dann tötet ihr alles da drauf. So eine nette Hilfe. Dir ist klar, dass du anvisieren kannst, oder? Kann ich ihn inzwischen anvisieren? Vorhin ging es nämlich nicht. Oh, okay. Als er noch im Fuß war? Als er noch im Fuß war. Ja, das geht nicht. War ja noch kein Gegner. Natürlich richtig. Wäre nicht reichen, Domi. Ist egal, ob sie schwächen ihn ein bisschen. Ist ein RPG, ich kann mir welche craften. Jederzeit. Zeig mal. Warte, lass mich kurz Crafting-Tweaks installieren. Habe ich noch irgendwas, um ihn leichter zu schaffen? Ich meine, Schwarzpulver ist hier in der Nähe genug. Wäre das Breath of the Wild, könntest du einfach das Fass daneben stellen. Du hast eine Blitzurne, oder nicht? Schiff! Mächtig. Meinst du, Blitzurne. Die Blitzurne bringt was? Nee. Ich habe sogar 3 Blitzohren, ich kann sogar testen. Kannst auch eine dem Vogel geben gegen irgendwas. Ja, geben wir eine den Vogel für irgendwas. Habe ich noch irgendetwas, das mir hilft? Wurfmesser! Wurfmesser! Yes! Die hast du drauf. Halt, warte. Du kannst sie wirklich schnell werfen. Ja, aber du triffst nicht, wenn du es nicht anvisierst. Ich wusste nicht, dass du so schnell werfen kannst. Was? Das macht sogar Damage. Das macht richtig Damage. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so viel Damage ist. Ich meine, das ist fast keine Wurfmesse mehr, aber ey. Wow, diese Wurfmesse, die ich seit Part 1 quasi jeden Part benutze. Die sind besser als erwartet. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich sollte öfter mal welche benutzen. Ja, das ist auch schon vorbei.
Naja, und da unten ist auch kein Loot mehr, ne? Da ist auch keine. Da ist noch Loot. Den will ich haben. Das ist ja viel Loot. Weißt du, ich bin ein geduldiger Mensch mit geduldigen Zielen. Loot, 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 Loot. Ich will den Loot haben. Dann sind die Wurfmacheten wahrscheinlich noch besser, oder? Ne, die machen mehr Schaden, du wirfst sie langsamer. Ja, dann sind sie Schwachsinn. Wenn sie, sag ich mal, den doppelten Schaden machen und du sie... Die hatten wir, glaube ich, bei Part 1 getestet und dachten uns, die machen mehr Schaden als erwartet. Ich glaube, mit der Wein sind sie eher so... Meh. Nach dem Schaden, denke ich. Haltet Yo, Bro, euch. Bisschen ab, bisschen am Chillen. Leute, ihr weißt, was ich lustig fand? Ich habe einen Tag nach der Wahl auf Reddit, diese unbedeutsame Wahl, die ihr hoffentlich alle verfolgt habt, habe ich einen Tag nach der Wahl auf Reddit gesehen, ein Bild mit diesem Orang-Utan, der öfter mal mit wo ist jetzt das und das Meme da ist. Und die werde ich gleich angreifen. Und dann stand da einfach drunter, wo legales Gras. Weil die Grünen gewählt worden, wisst ihr? Das fand ich lustig. Aber wo? Man kann den Schlag aufladen? Kein aufladen? Ja, manchmal noch. Lass doch mal. Klar, gegen die Mimik. Ja, los. Ist sogar wirklich. Was? Okay, bis eben, bis er jetzt noch, als es noch eine Kiste war, dachte ich gerade so, okay, das macht gar nicht mal mehr Schaden. Dann habe ich nochmal so drauf gehauen. Hättest du gedrückt? Ja! Oh, hi. Da war jemand. Warte, kann ich das, auch. Mann. Hast du auch den normalen Angriff aufladen? Nein, nein, das ist jetzt der Zweihändige. Ja, ich meine den normalen. Warte. Nein, geht nicht. Verbrauchst du mehr Ausdauer dadurch? Knapp der Hälfte, die halbe. Ein bisschen. Minimal, also. Und das hat fast gerade den doppelten Schaden gemacht. Was? Weißt du, wie oft ich das schon durchgespielt habe? Weißt du, wie oft ich schon gedacht habe? Ja, den Stick sind mal richtig an in die Fresse und hat nicht aufgeladen. Oh mein Gott. Das ist die beste Erkenntnis, die ich hatte. Ich meine, der Hälfte der Kämpfe bringt es ja nichts, aber... Ja, das wird mich irgendwann umbringen. Das ist so wahr. Muss Hebel hebeln. Hast du gesehen, wie ich den Hebel gehebelt habe? Mhm. Ich will da nicht runter. Da ist Gutfried. Ja, du hast jetzt deine neu gekennte Aufladkraft. Jetzt. Huch, ich habe eine Idee. Dumm, dass du immer einen Schritt nach vorne gehst, so eine Kacke. Ja, mach dir nichts. Ist okay. Ist okay, ich nehme. Ja, ist auch okay. Komm hierher. Ja, hab ich auch gemacht. Typisch störend. War geplant. Habe Sache. Versuche ich ihn gerade zu heilen. Wie viel Schaden war das? 688. Oh. Kann ich nochmal einen haben, damit ich testen kann, wie viel Schaden ich mit einem normalen Schlag mache? Unten ist einer. Das ist fast der Doppel... Oder war das der Doppelschaden? Mhm. Ey.
Oh Gott, der ist gebufft. Ja, das wird mir gegen Mimics in Zukunft weiterhelfen. Ein bisschen zumindest. Oder gegen Gegner, die sich denken, ich stehe hier einfach rum und tue nichts. Ach so, rum soll ich rollen? Wie schön anzusehen. Ich glaube, du brauchst nicht mal rollen, wenn er zusticht. Tritt doch zu! Wollte ich gerade. Ja. Hat mir über die Hälfte. Oh. Über die Hälfte Lebensbalken gekostet. Fürs Protokoll, ich hab. Was? Das Ding hat mich nicht mal berührt. Es ist ein langer Schild. Es ist nicht mal eine Ausrede. Also nicht mal ein bisschen. Hast du gesehen, wie. Es war einfach so. Und ich stand einfach hinter der Säule da. Es ist ein langer Schild, okay? Das ist absolut keine Ausrede. Dann machst du mit so einem aufgeladenen Schlag einfach doppelt so viel Schaden. Das wird einem überhaupt nicht beigebracht im Spiel. Nö. Also, glaube ich. Tust du die Steuerung? Nein. Nee. Interessant. Meintest du nicht mal, dass es diese Spezialangriffe, also diese Sachen von den Drachenwaffen nicht mehr gibt? Ja. Was? Entschuldigung? Nein, diese, was es im ersten Teil gab, diese Blitze und sowas. Okay. Nee, der hat das nicht. Blitze? Es gab doch im ersten Teil diese Waffen, die, wenn du den Angriff gemacht hast, haben die ja, unglaublich so Sachen viel konnten. Genau, diese Sachen konnten. Naja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ehrlich gesagt. Ja, ich dachte gerade, vielleicht wenn man gerade drückt halt. Jetzt also, gibt es Sinn, warum die Gegner manchmal so lange brauchen, zum Angreifen. Ja. Sie halten einfach gedrückt. Sie halten Idioten. Ich glaube, das sollte dir auch beibringen, dass sie das geht. Ja. Das sollte dir nicht einfach sagen, ja, der Gegner ist langsam, den kannst du leicht besiegen. Nee, aber manche machen ja wirklich den Angriff. Ich weiß. Und den Angriff. Und wenn du dann so ein bisschen von denen die Waffe kriegst, sag ich mal, kannst du ja gucken, ob das, so du das auch kannst. Doch niemand. Ja, du offensichtlich nicht, aber ich? Auch nicht. Hey, ich bin darauf gekommen. Ich hab nur random gedrückt gehalten. Ich habe einfach nur random gedrückt gehalten, weil ich mir dachte, der hau ich jetzt richtig einen in die Fresse. Diese scheiß Mimics. Ich habe erst 4 von dir besiegt. Es waren gemimikte Mimics. Es waren yeah. echte Kisten. Und es werden 5. Hallo. Jordkat. Hol ich mir jetzt kurz das. Ich brauche das ja. Das, ich will die erste zusammen. Ich bin nur auf Durchreise, ignoriert uns einfach. Ist ein dober Yordcut. Ob ist der Yordcut nicht ein bisschen weiter vorne? Ja, kein guter Yordcut. Keine Sorge. Nach dem nächsten Boss ist wieder ein Yordcut. Beruhigend. Was? Hast du Angst vor dem Boss? Verstehe ich nicht. So Drama. Hast du irgendeine dramatische Erfahrung gehabt? Nee, nein. Ich finde es gut, dass wirklich mein panisches Atmen nicht hört. Ich hab's gehört. Oh. Aber ich würde sagen, panisches Atmen gibt's im nächsten Part. Wir sehen uns in dem nächsten wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und lasst ein Stück Kuchen hier. Ich habe Hunger auf Kuchen. Und jetzt nicht panisch atmen, jetzt kommt noch ein Part irgendwann. Genau, irgendwann ist der nächste Part.
Wahrscheinlich müsst ihr vorher noch ein paar Banjo gucken, aber sonst. Aber da hat er keiner was dagegen. Aber sonst, einmal 20 Minuten quälen mit Banjo. Dann 20 Minuten quälen mit Dark Souls. Nicht irgendwie höher als vorher. Was? Okay. Ich bin höher. Nee. Nee. Was? Okay. Das sah gerade so aus. So, nein, du warst da gerade auch. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, ich war in einem Gebäude und jetzt bin ich auf einmal außerhalb des Gebäudes. Aber naja. Wir gucken uns das da hinten gar nicht weiter an. Wir tun einfach so, als wenn das meine Flügel. Bis dahin. Ciao. Ciao.